Und dann... Komm, ich box dich. Hey! Wo ist er hin? Box. Box. Okay. Kann ja seinen komischen Raketen machen. Rockatie. Und ich wurde auch noch getroffen. Katie? Ja, Rockatie. Wo war das denn her? Ich glaube bei Paul Panzer oder so. Panzer. Panzer, ich begrüße Sie. Da war der noch im Radio. Kennst du das mit Katzendünsten? Ich würde gerne Katze dünsten. Für wie viele Personen reicht die denn? Was, Sie wollen die kochen? Nein, dünsten. Ja. Zwischen kochen und dünsten ist ein Unterschied. Gut. Da kommt jetzt, glaube ich, eine Kippe. Afolava ist ja aber auch nicht mehr so viel. Also, nee. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Dr. Robotnik oder wie der heißt und Dr. Wily. Das kann mir auch mal die Finger beschädigen haben. Ich glaube nicht. Deswegen schieße ich jetzt einfach ins Gesicht. Ups. Man kann sagen, dem ist ja nicht so schwer auszuweichen. Ne? Was hat uns denn da jetzt getroffen? Würde ich auch gar nicht. Vor allem uns beide. Ja gut, wir hängen auch ziemlich ineinander, also. Achso, die. Ah, da ist ein Schuss gewesen. Ist gleich. Das ist halt was auf Wandertour. Versuchen wir zu boxen. Nicht. Bleiben wir beim Schießen. Ja. Tot? Ja. Ach, ja. So, das war Nummer 6, jetzt kommt Nummer 7. Quasi the final stand. Ach. Diese letzte überhaupt. Aber wir sind... Ich weiß es nicht mehr. Sind wir überhaupt schon mal irgendwie gestorben? Wir sind nicht bin ich gestorben? Game over gegangen. Ich glaube, du bist einmal abgeschmiert. Das kann noch einmal, glaube ich. Möglich, ja. Ah. Peace! So. Kaugummi-Welt. Wieder abspacken sie. Und Karten und irgendwas, das. Hilfe! Oh. Ja, genau! Oh, ich bin so langsam. Oh. Du hast ein blaues Dings angesammelt. Ja. Dings. Das ist eigentlich das Wort Dings, kann ich gar nicht so weit beschreiben. Ja, ich wusste ja, was du meinst. Von daher. Vielleicht kannst du jetzt noch einen blauen einsammeln. Ich hab das Schild gerade erst bekommen. Kann man gar nicht abbezahlen. Freund. Na, oh, und schon ist er wieder weg. Gibt's nicht Pokémon? Ah, frage ich mit dir auf die falsche. Gibt's nicht Pokémon, die so aussehen? Wie was? Diese Geister, die gerade von links nach rechts geflogen kamen. Ich hab's noch nicht gesehen. Gibt's Kreisel-Pokémon? Kreisel? Ah, die aussehen wie Kreisel. Beyblade! Beyblade! Ich kaufe mir morgen Bakugan, kennst du das? Nein. Ich auch nicht. Bakugan, Beschützer des Kerns. Ja, ich kaufe wieder 12. Kannst du schon mal spielen? Ich muss meine Playstation, ich habe so viele angefangene Spiele da drauf, ich kann mir keine neuen mehr drauf machen, wenn ich die installieren muss, weil die Speicher einfach voll ist. Deswegen habe ich mir das Ding gehabt. Deswegen habe ich mir die Playstation mit nach Dortmund genommen und mit die Abenteuer von Tim Struppi angefangen. Ich bin jetzt bei Ace Combat, also ich bin schon mal ein Spiel weiter. Ja, ich verliere da irgendwie immer die Lust dran, irgendwie das auf Platin zu machen.
Ein Spiel ist für mich einfach abgeschlossen, wenn du Platin bist. Ja, Tim und Struppi hat einen ziemlich interessanten Mehrspieler-Modus, muss ich zugeben. Den ich dann allein gespielt habe. Der vorne war gerade am Spitzen. Der vorne war am Spitzen? Ja, der war halt so ein Baby. Also übrigens, ich kenne keine Pokémon, die so aussehen wie die Dinger. Okay, da. Gut. Ich meine, es gibt welche. Ja. Aus späteren. Ich kenne nur bis Gold. Also. Bis Gold? Das ist ja quasi die zweite Generation. Ja. Du weißt schon, dass wir mittlerweile bei 700 Pokémon oder 18? Die sehen auch aus wie Tische und Stühle und Messer und. Messermon. Genau. Ich hätte sich auch irgendwie gesagt, Digimon. Ja, das war. Bei Digimon war das immer so, dass es irgendwie am Ende immer Mon war. Bimon. Gömon. Ne, das war was anderes. Gömon ist was anderes. Das ist aber auch ein schönes Zweispieler-Spiel fürs SNES. Kenn ich nicht. Mystical Ninja, The Adventures of Gömon. Gömon. Gömon, Gömon. Der darf. Backgammon. Backgammon, genau. Die Abenteuer von Backgammon. Und seinem Freund Mensch ärgere dich nicht. Ich gerne jemanden korrigieren. Oh. Ach, der schießt! Ja, aber nur auf der rechten Seite. Von uns aus gesehen. Das wäre relativ klar. Ey, links denn da? Ja. Die tanzen doch nur, man muss sie abschießen, ey. Ja, ich stelle dir vor, Stufe 2. Da würden sie schießen. Trotzdem! Und die fliegen auch nur Schlangenlinien. Aber ich hätte als letztes Level hätte ich das Lava-Level genommen. Das hätte ein bisschen mehr hergemacht, ja. Aber die Musik hier auch nicht so. Ja, die ist mehr so. Schon so. Zweites Level. Du hast es schon geschafft. Ja, doch, Credits. Ja, Credits. Ja. Oh. Na, schießen wir erstmal die Freunde weg. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. In der Anleitung steht es drin, wie er heißt. Der hat einen Namen. Der hat einen Namen. Aber wie du siehst, hat er auch Freunde und ein Schild und auch Arme. Und der ist dem nachempfunden, was wir hier fliegen. Ja. Guck gleich mal. Ja, mal schon was. Dem sein Schild hält aber mehr aus als unser. Ja, ein bisschen. Das ist aber voll unfair. Ich will auch so ein Schild haben. Komm, box dich. Box dich. Hin? Aus dem Bild geflogen. Ich hab ihn geboxt. Diesmal kommt er nicht nochmal zurück. Das ist ein Dude. 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 So, jetzt halt. Super Twin V Devil. Es hält an und man sieht ein paar Häuschen und. Ach, richtig, das sind Häuser. Das hier sind Schornsteine. Ja, aber was ist das? Das Graue. Eine Ebene über den ersten Häusern, damit man zweite Häuser draufstellt. Stimmt. Aber dann ist das hier unten ein riesen Dach. Ja. Und ein Riesenhaus natürlich ja. Auch. Musik, ne? Ja, das hört sich schon sehr böse an. Ist das hier der Super Twimpy Devil? Auf jeden Fall ein X. X. Hab irgendwie gerade gedacht, dass das eine Kuh wäre. Dass das ein Kuh oder eine Kuh? Eine Kuh. Ein Kuh. Wird jetzt auch noch bestückt oder was? Ja. Das ist das erste, was wir abschießen sollten, glaube ich. Bin mir sicher, aber ich glaube, wir sollten. Jo! Alter, das zieht einen ja an! Jo, du stürzt gleich ab. Nee. Es wäre gut, wenn einer von uns abstürzen würde und dann schnell wieder zurückkommt. Dass wir nicht beide abstürzen. Er hat aus seinem Zeigefinger Feuer geschossen. Ja, das ist wohl was, was ich kann. Stopp! Einfach Zerstörung pur. Alles kaputt. Oh,
schon wieder vergessen, um was in der Story ging. Der Großvater hat sich den Kopf angestoßen, ist jetzt komplett blem. Und wir sollen ihn retten, indem wir seinen Namen sprengen. Ihn töten. Alles kaputt machen und ihn in den Ruin treiben. Da ist er mit seinen Hasen pushen. Aber übrigens, das war das Spiel. So, was passiert jetzt mit dem armen Kerl? Ist er jetzt tot, oder? Ich glaube, das kommt im Abspann. Oder wir sehen es nicht, weil wir auf leicht gespielt haben. Dann ist er halt nur auf uns zugeflogen gekommen und dann ist... ist auch okay. Ach, schön. Takeshi Fujimoto. Das waren noch Zeiten, wo noch 12 Personen ein Spiel machen konnten. Ja. Die solche Multimillionen-Dinger. Haben wir geschafft. Also ich bin eigentlich... Ja gut, es war eigentlich... Also auf 1 war es schon ziemlich einfach. Aber wir haben jetzt 11 Uhr und wir müssen auch noch nach Hause. Deswegen, es musste auch mal am Ende fallen. Wir wollten ja eigentlich gucken, wie lange ich brauche, ne? Ja. Ah, eine Stunde 22. Oh, dann bist du... Wenn ich ein bisschen drauf trete, dann... Jetzt fällt eh nichts hier rum. Tanken müsste ich noch. Unsere Tanke hier im Dorf hat schon zu, glaube ich. Mist. Wie viel kannst du noch? Ach, genau. Ich hab 2 Tanken, Leute. Ach so. Ja gut, dann. Ich kann ein Stück. Aber wir könnten vielleicht noch mal kurz aufs Spiel zurückkommen. Ja. Oh. Ja. Auf 1 sehr einfach, auf 4 sehr schwer. Bekloppt. Bekloppt. The End. S-I-E-N. Ja. The End. Fängt es jetzt wieder von vorne? Ich glaube, ja, es fängt wieder von vorne. Ich mach mal hier Pause. Das ist aber nicht von vorne. Doch, das ist das erste Level. Nur, dass wir unsere Ausrichtung machen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass das erste Level irgendwie grün war. Nein. Keine Ahnung. Nein. Da war eigentlich nirgendwo was grün. Ich glaube, die Wolken im dritten Level waren grün. Okay. Ja, grüne Wolken, sagt eigentlich alles über das Spiel aus. ja, ein sehr kurzweiliges Spiel, aber auch langweilig, wenn man meint, es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielen zu müssen. Ach, ich fand's okay. Ja, hat auch Spaß gemacht. Ich stehe eigentlich voll auf so Spiele, nur sind halt diese Spiele immer voll schwer. Wenn sie aus Japan kommen. Wenn sie aus Amerika kommen, wirst du einmal getroffen und stirbst. Dann heißt es Silver Surfer. Okay. Gut. Was könnte man denn da noch zu sagen? Ich weiß nicht, ich lass dich da mal rein. Also ich hab's als 93 kam's raus. Sagen wir mal, ich hab's 94 bekommen. Als 9-Jähriger gespielt, ich fand's damals okay. Zuerst kacke, dann okay. Jetzt finde ich's okay, vielleicht wird's irgendwann mal noch gut. Aber sonst, ich finde, das ist so ein Spiel, habe ich glaube ich schon 13 Mal in irgendwelchen Projekten gesagt, das kannst du einfach mal reinwerfen, mal eine Stunde spielen, dann ist... Ja, und dann ist aber auch wieder gut. Ist gut. Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte es auch gerne auf ein bisschen schwierigen, also auf 2 zum Beispiel, aber ja, ist halt wegen der Zeit ein bisschen blöd. Aber man kann es ja nochmal wiederholen, ich oder? Ich kann sagen, wir können es ja nochmal angehen. Ja, aber heute nicht mehr. Na, wir hätten auch nur noch 55 Minuten für heute. Dann wäre morgen. Ja. Okay. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Ja, gerne. Ja, schön, dass du hier warst. Ja, haben es ja 2 Jahre lang versucht. Oder 3? Ich weiß drei, nicht. Zweieinhalb. Sag mal 2,5, okay. Man könnte es ja auch nochmal irgendwann mal probieren über den Emulator, aber... Bestimmt. Wir spielen ja hier an der Konsole. Ja, natürlich. Aber wir haben das Pamphlet. Ja, Pamphlet? Oh. Palcom. Das Spiel von Palcom Software, ich weiß gar nicht mehr. Also doch nicht von Die Hersteller oder die Entwickler sind Palcom und die Publisher oder distributed bei Konami in Deutschland. Tatsächlich schon 5-stellige Postleitzahlen. Echt jetzt? Ja, wir wissen jetzt ja nicht, was aus dem Chef hier wird, ne? Ich glaube, ich muss es doch irgendwann mal selbst nochmal spielen. So auf Stufe 7. Mach du mal. Ich mach's nicht. Weil ich komme wahrscheinlich noch nicht mal bis zur Hälfte des ersten Levels. Auf 7? Ja. Ich glaube ich auch nicht. Gut. Dann, das
war ein kleines Zwischenprojekt, so. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei unseren oder bei meinem nächsten Projekt dann wieder. Tschüss! Ciao!